Oh, so YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Captain of Industry. Wir sind wieder da und ich habe den Umbau mal abgeschlossen, weil das ein bisschen hackelig war und ich finde dieses Rohrlegesystem so semi-geil, muss ich gestehen. Hier sind auch noch ein paar Reste übrig. Und das hier muss auch nochmal ein bisschen geändert werden. Ah, weil der D unten nicht mitmacht dann. Alles klar. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier zwei Speicher, um mehr zwischenzuspeichern, falls es mal irgendwie Probleme gibt. Wir könnten die zum Beispiel ja noch hiermit anschließen. Dann werden einfach alle an allen angeschlossen. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. Aber ich glaube, die kommen da auch nicht ran. Doch, okay. Der kann auch über eine gewisse Entfernung bauen. Weil dann können die anderen auch hier reinspeichern. Dann können die nämlich alle laufen. Ihr könnt nicht reinspeichern. Okay. So. Macht ja Sinn. Jetzt haben wir zwei Tanks, nicht? Die verteilen sich hier auf die wunderbaren Dinger. Die kriegen Kohle. Öl ist drin. Sogar mehr als genug. Und die produzieren dann über diese Systeme. Da muss man auch ein bisschen gucken. Das habe ich nämlich ein paar Mal falsch gebaut. Hier Abwasser, das geht nach da hinten ran. Dann hier den Dampf, der geht da ran. Und dann hier das Zeug. Ich habe leider gesagt, das hier. Warum? Warum Abwasser? Ich will kein Abwasser hier drin haben. Wie kann ich das denn aufheben? Drei Abwasser drin. Die sollen nichts anliefern. Die können abholen. Ich möchte das Zeug hier raus haben. Schnell entfernen. So, wenn ich jetzt aufhebe, ist wieder eins drin. Schnell entfernen. So. Und jetzt kann ich wechseln auf Diesel. Super. Ich habe nicht aus Versehen Abwasser hier angeschlossen. Oh, der hat eingeschlagen, der Blitz. Und jetzt haben wir aber noch ein zweites Diesellager, nicht? Das heißt, ich hoffe, das funktioniert hier mit so einem Teiler, dass hier Diesel rein kann, an. Eigentlich müsste es ja über die Rohre kommen, wenn hier voll ist. Aber da ist auch nicht voll, weil, warum produzierst du nicht? Das Abwasserrohr geht nicht. Kohle ist da. Was ist das Problem? Ist die Kohle alle? Wir gehen mal zum Kohlefeld. Ja, hier ist keine Kohle gerade mehr drin. Obwohl die ordentlich baggern. Da ist auch immer Kohle mit dabei. 14 Stück. 13 Stück. Die Bagger haben jeweils wie viele? Jeder, glaube ich, zwei, nicht? Vier haben wir hier drin. Wir könnten mehr Fahrzeuge bauen und mehr Bagger vielleicht. Das wäre noch eine Idee. Dann bauen wir noch zwei Bagger und jeweils noch zwei. Drei Bagger. Wir haben ja inzwischen noch Kupfer. Das habe ich ja ganz vergessen. Okay, es geht nach unten. Was stimmt nicht? Nur die Kohle? Da steht doch 38 vorhanden. Abwasser 5 vorhanden. Und da steht auch hier, du kannst keinen Treibstoff exportieren. Warum nicht? Und du kannst kein Abwasser transportieren. Warum nicht? Aber es kommt doch hier an. Hä? Hier ist Treibstoff drin? Ach, weil hier mal Treibstoff drin war. Okay. Deswegen konnte das Abwasser nicht laufen. Oh, das muss man ja echt beachten, wenn man das einmal falsch hat.
So, und du kannst nicht, weil hier noch Abwasser drin ist. Irgendwo. Oder was? Hier ist Abwasser drin. Wie kriege ich denn das hier raus? Im Verbinder. Hier. Genau. So. Hier ist Abwasser raus. Da ist keins drin. Das hier muss noch raus. So. Jetzt kannst du wieder, oder? Immer noch nicht. Warum nicht? Diesel, Diesel. Können alle nicht exportieren. Weil... hier noch Abwasser drin ist. Und wie kriege ich das hier raus? Hier kann man ja nicht leeren. Okay, dann reißen wir das hier einmal kurz ab und bauen es neu. So. Und dann müsste es jetzt fließen, oder? Immer noch nicht. Auch nicht, auch nicht. Hä, warum nicht? Hä, hier ist schon wieder Abwasser drin. Okay, warte mal. Irgendwas ist hier verkehrt. So, bitte nochmal bauen. Sehr verwirrend auf jeden Fall. Sehr verwirrend. Ich hoffe, jetzt ist kein Abwasser mehr dann da drin. Jetzt füllt es sich. Okay. Also da muss man höllisch aufpassen. Wenn man das einmal versaut hat, dann kriegt man die Rohre kaum noch sauber. Jetzt müssen wir eine positive Produktion haben, nicht? Gut, Strom... die sind gleich alle. Die wollte ich auch nochmal woanders bauen. Nicht, die stehen halt total im Weg. An der Stelle. Und wir wollten auch noch Gummi bauen. Gummi kommt ja da rein. Metallgießerei. Kupferelektrolyse. Doch hier irgendwo... wo waren das? Lager, Fahrzeugdepot, Tankstelle. Oh ja, auch wichtig. Ölpumpe, Gummihersteller. Genau, der soll einmal hier hin. Der kriegt Gummi und Abwasser. Okay, wartet. Der kriegt Gummi. Oh, ich wollte den spiegeln. Ah, oh, Mann. Jetzt suche ich ihn wieder eine halbe Stunde. Da. R, nicht T. F ist hier spiegeln. Beim anderen Spiel ist T spiegeln bei Worker and Resources und da komme ich immer durcheinander. Abwasser nämlich in die Richtung. Dings kommt hier raus. Deswegen würde ich das so machen. Und damit wir gleich den Strom dann in die Richtung nicht nochmal neu machen müssen, würde ich die hier einfach... daneben vielleicht so stellen und mit einem extra Abzweig versehen. Dann können wir die nämlich auch erweitern in die Richtung. Das klingt auf jeden Fall nach einem halbwegs vernünftigen Plan. Ob er so vernünftig ist, werden wir dann sehen. So, 1, 2, 3 hoch. Wir wollen einmal hier ran und einmal wollen wir hier abgehen. Das heißt, eigentlich von hier nach Darnrohr. Oh, das ist blöd geworden. Ist auch ein bisschen wie bei Work and Resources, nicht? Da bilden sich manchmal Dinge, die man gar nicht will. Von diesen Blöcken an Stellen, wo man es nicht will. Und das ist ein bisschen
nervig. Weil dann vielleicht keine Autos oder sowas durchfahren können. Okay, jetzt wäre es angeschlossen. Und der muss auch noch angeschlossen werden. So. Und du brauchst dein Abwasser. Das kriegst du auch noch. Und das können wir direkt auf die Höhe mit ranbringen. Passt. Hoffe ich. Kartoffeln kann ich speichern, das ist gut. Okay. Der funktioniert jetzt auch. Und gleich haben wir auch wieder genug Strom. Aktuell haben wir 0. Ja, ja, Gummihersteller. So. Kriegst ja gleich deinen Strom. Hoffe ich zumindest. Baut schneller. Was fehlt denn da? Wird gebaut. Ah, Elektronik. Okay. Ja, die stecke ich, glaube ich, alle aktuell im Fahrzeugteile. Oh. Oh. Warte mal. Drei Fahrzeuge und ein Bagger. Wartet, und der kriegt Baupriorität 1, der eine. Sieben sind da noch drin. Oh oh, ich glaube, ich habe mich in eine Todesecke manövriert, nicht wahr? Ich will nichts da. Weil ich hier keinen Strom, also weil ich die nicht bauen kann. Ja, das ist schlecht. Das ist wirklich nicht so gut. Okay, wir können noch hier drüber vielleicht was lösen. Mit Maschinen mit Förderbänder verbinden. Zum Beispiel die Ziegelfabriken. So. Verbinden wir das. Und Schüttgut ist das hier. Okay. Oh, erwartet. Da könnte keiner durchfahren. Oh, oh. Abbruch. Abbruch. Kann man die hochlegen? Das wäre wichtig. Das wäre super wichtig, nicht? Dass das. Oder wir müssen so ein Förderband über Fahrer machen. Ich meine, bis hierhin wäre es fast egal. Weil die da auch eh nicht rüberkommen. Okay. Ah, der ist in die falsche Richtung. Was mit der Richtung ist so manchmal. Hä? Und jetzt ist er nicht verbunden. Warum? Keine Ahnung. Kommt da irgendwas durch? Ich glaube nicht. Ja, gut. Sag mal, also. Ich klicke da unten, drücke hoch, auf einmal ist es komplett hoch. Aber warum denn? Manchmal ist es wirklich nicht so intuitiv. Kommt der da noch raus? Okay,
Okay, wenn nicht, dann brauchen die da eine Rampe, ne? Oh. Oh, die sind ja... Alter, was sind das für Rampen? Ich dachte, das sind so ganz kleine. Ja, Kollision, das sehe ich. Nicht genug Wartung. Ja, okay. Weil ich alle diese Reaktoren abgerissen habe. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr raus. Aber das ist schlecht. Also da müsste das Spiel durchaus eine Warnung sagen. Achtung, du reißt den letzten Dieselgenerator ab. Es kommt alles zum Stillstand. Dann denke ich doch gar nicht dran unter Umständen, nicht? Also es wäre schon vielleicht eine clevere Sache. Oder vielleicht diese Grundobjekte nicht mit Strom betreiben zu müssen. Ist irgendwie dämlich, dass ich Strom brauche, um Strom bauen zu können. Da mag ich den Ansatz von Worker and Resources ein bisschen besser. Ich mag nicht, wenn sich ein Spiel ins Aus manövrieren kann. Das war schon bei Ostriff immer so ein Problem. Ja. Wüsste nicht, wie ich rauskommen kann, außer laden. Mal gucken, was da schon umgebaut wurde. Das heißt, wir müssen einen Generator aufheben, dann zwei bauen, dann den dritten umbauen. Ja, das ist okay. Deswegen sind alle schon passiert. Hier ist aber noch das Abwasser drin. Okay. Aber da wissen wir ja, wie es jetzt geht. Erstmal das alles abreißen hier. So. Hier sagen wir entleeren. Das haben wir umgesetzt. Hier sagen wir entleeren. Hier sagen wir entleeren. Ah, ungünstig. Ist wirklich ungünstig. So, den Gummihersteller. Oh, ich drück wieder T. Wirklich, ich werde es nicht lernen. Oder ich könnte mir die Taste umlenken. Was macht denn T überhaupt? Ein- und ausblenden. Ja, komm, ich ändere mir das. Ich werde es nicht hinkriegen. Steuerung. R, T, F. F suche ich. F wird jetzt... Nee, F wird jetzt T. So, wo ist das andere T? Förderstreckenmenü. Ja, es passt doch FE, Förderstrecken. Was meckert er jetzt? Anschlussvermeidung umschalten. Aber es war doch vorher E, F. Nochmal, verwerfen. Du bist F. Du bist T. Du bist doch auch F. Hä? Dann musst du doch auch einfach T können. Das geht nicht. Und deswegen kannst T werden, dann kannst du F werden. Okay, das geht. Oh. Jetzt drücke ich wenigstens nicht mehr die falsche Taste. Ich werde es nämlich nicht mehr lernen. Dafür, ja, besser. Und wir hatten gesagt, so, aber gespiegelt. Genau. Und dann hier die drei Generatoren. 1, 2, 3. Und dann haben wir gesagt, von hier Strom... Oh. Der müsste noch ein weiter nach hinten. Wartet. Sorry. Der müsste... Weil wir gehen hier eins hoch und dann müssen wir wieder eins runter. Dann wäre die Höhe besser. Oh Mann. Okay, jetzt gehen wir hier hoch. 1, 2, 3. Einmal hier hin, einmal dahin. Von hier gehen wir von da ab. Einmal hier, einmal dort. Einmal ran. Einmal ran. Einmal ran. Also, man muss es echt üben. Dann geht es irgendwann besser von der Hand. Was schon etwas gewöhnungsbedürftig.
Na, und da hat mir das so gebaut. Und die kriegen jetzt eine hohe Priorität. Und die hatten mir jetzt noch nicht die Fahrzeuge in Auftrag gegeben. Das heißt, die können die durchaus bauen. Das ist gut. Hier hatten wir noch die Reste übrig. Und jetzt müssen wir hier wieder verbinden. Na? Einfach nur bauen, danke. Und hier soll Diesel rein. Sehr schön. Nee, falsch. Falsch gebaut. Du sollst bis hierhin. So. Dann kann da vielleicht noch der ein oder andere durchfahren. Und hier hatten wir auch noch die Verbindung. Die fehlten jetzt auch. So, ich glaube, dann haben wir alles wieder hergestellt. Die Leitungen können schon weg. Also, solange die aber nicht fertig sind, reiße ich die anderen nicht ab. So, der erste ist fertig. Kriegt den Treibstoff automatisch. Und du stellst das Gummi aus den Sachen her. Sehr gut. Und das klappt jetzt auch, oder? Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Warum ist nichts drin? Weil, ach so, im Abwasser noch Dings ist. Stimmt. So, und dann laufen sie auch wieder an. Hoffentlich. Shit. Das habe ich hier falsch gebaut. Oh Mann. Das hatte ich vor der Speicherung richtig gemacht, nicht? Aber hier jetzt nicht nach dem Laden. Kacke. Wartet. Ah, das kriegen wir auch nochmal anders hin. So hin. Genau. Dann passt es zum anderen Rest. Du hast jetzt nichts drin, aber kein Durchsatz, weil hier ist Abwasser drin, ja. Hier ist auch Abwasser drin. Gut, dann müssen wir das hier mal entleeren. Das fließt jetzt nach und nach da rein. Okay, okay, okay. Nicht genug Wartung, ja. Die kommen gleich wieder. Hoffe ich. Können wir das hier mal bitte priorisieren? Ah, hier kann man die Richtung nach dem Bauen ändern. Alles klar. Hallo? Okay. Geht anscheinend schneller, wenn ich es abreiße. Hallo? Einfach bauen. Danke. Manchmal ist halt echt komisch. Warum? Nee, okay. Warum führe ich als Entwickler sowas ein, nicht? Haha, es können zwei Flüssigkeiten in ein Rohr. Du hast Scheiße gebaut. Aber gib dann keine ordentlichen Tools an die Hand, wie ich das sauber steuern kann, nicht? Ist so ein bisschen. Wahrscheinlich muss ich die irgendwann erfinden oder so. Das war bei Foundry ja auch so, nicht? Da muss ich denn ein Pumpen-Absaugtool erstmal bauen und dann konnte ich falsche Sachen aus dem Rohr rausziehen. Aber warum ich das zum Beispiel hier nicht rauskriege, ist halt ein bisschen blöd, nicht? Okay, ich glaube, jetzt haben wir das hier wieder repariert. Jetzt müsste
hier auch alles passen, hoffe ich. Und dann läuft auch alles ins Rohr rein. Sehr gut. Der Gummihersteller steckt Gummi her. Und ihr stellt hoffentlich dann... So. Dann können die drei weg. Treibstoff kommt auf jeden Fall an. Ja, gut. Jetzt haben wir den Abbau umgeschlossen. Öl ist genug da. Wir können sogar noch eine mehr vielleicht irgendwann hinsetzen auf die Seiten, dass wir hier noch drei hinmachen. Mit einem zweiten Schornstein. Aber auf jeden Fall ist es erstmal ein Plus. So. Wartung ist nicht genug da. Das heißt, Wartung machst du aus diesen Teilen. Wo konnte ich das nochmal machen? Irgendwo kann man hier doch sagen, das anpinnen. Da haben wir 210. Das heißt, nur die Wartungshalle reicht uns nicht. Dann bauen wir doch hier einfach zwei Wartungsdepots hin, oder? Nee. Irgendwas ist da komisch, warte mal. Du hast deinen Ausgang nach da. So. Jetzt will ich eigentlich nur spiegeln. So. Und dann können wir den nämlich abreißen. Dann haben wir da zwei. Eine Forschung können wir noch machen. Das stimmt. Wir können noch Blaupausen erforschen. Die anderen Sachen? Betonproduktion. Das klingt doch auch gut. Dann gehen wir da schon mal rüber. Konstruktionsteile geht auf jeden Fall runter. Hier läuft aber noch alles. So, jetzt können wir die flachen Förderbänder benutzen. Dann müssen da auf jeden Fall weniger Autos fahren. Klong, klong. Du erstmal daran. Und du daran. So. Das ist zu hoch, nicht? Das heißt, wir müssen erst in die Richtung hoch. Um dann runter zu gehen. Na? Ah, okay, der kommt dann da nicht rum. Ah, da habe ich... Okay, an die Dinge habe ich auch gar nicht gedacht. Okay, der Baum muss hier mal weg. Wir haben hier doch auch noch Bäume im Weg gehabt, die weg mussten durchaus. Oh. Dann haben wenigstens unsere Holzfäller wieder was zu tun. Und wir wollten drei Bagger bauen. Und ein paar Autos. Und können einsammeln Konstruktionsteile, weil wir die Fabriken verbunden haben. Sehr gut. So, Bäume sind weg. Können wir hier auf den hoch und auf den runter. Dann ist da nichts im Weg. Sieht zwar ein bisschen wild aus, aber dann kann da auf jeden Fall jemand durchfahren, wenn er irgendwo ran muss. Sehr schön. Hier haben wir noch das Problem, das gleiche. Dann würde ich auch hier sagen, hallo? 1, 2, 3. Gehen wir ein bisschen in die Richtung.
gehen wir bis... Ja, wahrscheinlich hier. Und dann daran. In die Richtung wird es ein bisschen schwieriger. Aber reicht auch. Okay, wunderbar. Auch wenn wir es nie brauchen werden, nicht? Ist es besser. Und ja, hier dann das gleiche Spielchen. So. Ah, geht nicht. Kommt er nicht ran? Kommt er daran? Ja. Okay, reicht ja. So, ne? Hier können sie eh nicht ran und hier können sie dann durchfahren. Sehr schön. Das heißt, alles automatisiert und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann das Beton an. Bis dann.